Eine weitere Optimierung in einem Mehrfamilienhaus ist, Kellerflächen zu optimieren, indem man Mieterkeller einrichtet. Hier wurden jetzt verschiedene Mieterkeller eingerichtet. Früher war das ein großer Raum, jeder hat es wahllos reingestellt, es wurde kein extra Preis dafür bezahlt und es herrschte das Chaos. Jetzt durch einfachste Holzwände, billigste Baumarkttüren, also so eine Türe sind 20 Euro, ja, abschließbar einzeln, ist jetzt hier vermietbarer Raum entstanden. Jeder Mieter hat seinen eigenen kleinen Teilbereich und ist abgeschlossen, sind die Wertigkeit gesteigert, man kann dafür einen extra Mietpreis festsetzen und es gibt noch zusätzliche große Flächen, die jetzt noch ungenutzt sind, die können dann noch an gewerbliche Mieter separat vermietet werden. Es gibt immer wieder Leute, die Stauraum benötigen für diverse Sachen und dann kann man hier also nochmal extra entsprechende Erträge produzieren. Wann lohnt sich es überhaupt? Grundsätzlich brauche ich entsprechend hohe Quadratmeterpreise, dass sich der Ausbau überhaupt lohnt. Denn so ein Kellerausbau schlägt man mit mindestens 300 Euro, teilweise mit Abgrabung und so weiter, dann auch schnell mit 2.500 Euro pro Quadratmeter entsprechend zu Buche. Bin ich also in Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, wo ich entsprechend hohe Quadratmeterpreise habe, dann kann sich so ein Kellerausbau lohnen. Bin ich eher in Ostdeutschland, bin ich auf dem Land und habe eben niedrige Quadratmeterpreise, dann lohnt sich der Kellerausbau unter Umständen nicht. Das muss man mal vorneweg individuell betrachten. Dann zu den rechtlichen Voraussetzungen. Ich brauche entsprechende Belichtung. Ich brauche 1/8 Fensterfläche zur Grundfläche. Und hier reichen Lichtschächte nicht. Es müssen, wenn dann schon, Lichthöfe sein. Also ich muss entsprechend abgegraben haben. Zweite Voraussetzung, ich brauche eine Deckenhöhe. Die muss mindestens 2,20 Meter sein. Das sind so mal die harten Voraussetzungen. Dann ist die Frage, habe ich eventuell das Problem, dass ich nicht zusätzliche Wohnungen schaffen darf, weil ich schon zu viele habe, wegen zum Beispiel Stellplatznachweis etc. Dann gibt es eine Möglichkeit, dass ich zum Beispiel schon bestehende Wohnungen rechtlich zusammenlege und eine WEG draus mache, damit ich dann wieder eine neue Wohnung entsprechend schaffen kann. Grundsätzlich ist das alles genehmigungspflichtig und ich brauche einen entsprechenden Bauantrag für den Kellerausbau, denn ich nutze ja bisher eine Nicht-Wohnfläche zum Wohnen um. Übrigens, im Moment habe ich dafür auch noch Sonder-AFA die nächsten Jahre, da kann ich also 7% statt 2% abschreiben, also noch einmal entsprechend 5% Sonder-AFA für 4 Jahre entsprechend für den Mietwohn. Neubauförderung, ja, und Umbau, irgendwas anderes zu Wohnraum ist eben hier auch, fällt auch in die Förderung entsprechend rein. Was brauche ich denn sonst an Anschlüssen und so weiter? Also grundsätzlich kann ich natürlich auch abspecken und sagen, ja, im Kellerbereich habe ich halt eine Infrarotheizung, wenn es sich nicht lohnt, entsprechend da eine Heizungsverrohrung reinzumachen oder wenn die Heizung das auch nicht hergeben würde. Dann brauche ich eventuell eine Hebeanlage, wenn ich zu weit unten bin, dass ich entsprechend Abwasser heben kann. Das ist so eine Thematik. Ich könnte, wenn ich Warmwasser eben auch nicht ranziehe, weil ich Heizung auch nicht heranziehe, könnte ich natürlich Boiler setzen, um Warmwasser entsprechend zu erzeugen. Wasser an sich hat man meistens im Keller schon, von den Anschlüssen her irgendwo da. Strom ist meistens auch schon da, deswegen ist auch gerade die Thematik mit der zusätzlichen Infrarotheizung eben denkbar. Dann muss man schauen, wie ist es, muss man einen extra Zähler einbauen, Unterzähler etc. Oder geht man her und nimmt den allgemeinen Strom, der bisher vielleicht für den Keller da war, und geht jetzt her und nimmt einfach diesen Allgemeinstromzähler und der wird jetzt der Zähler für die Kellerwohnung als Beispiel. Und das Treppenhauslicht, das klebt man halt noch irgendwo dran und macht irgendeine Pauschale aus mit irgendeinem Mieter, so als Quick and Dirty Lösung entsprechend, wenn man die anderen Voraussetzungen entsprechend erfüllt hat. Dann kann es natürlich sinnvoll sein, dass man eventuell abgraben muss, wenn ich die Belichtung sonst entsprechend nicht hinbekomme. Und muss dann eventuell auch noch zusätzliche Fenster einbauen, dass das entsprechend möglich sein kann. Mit so einer Aufwertung hebe ich natürlich enorm den Wert, wenn ich eine große Kellerfläche zu wohnen entsprechend umnutzen kann und ich habe irgendwo den Keller umsonst mit dazu bekommen, investiere 1.000, 1.500 Euro und habe dann nachher zum Beispiel 3.000, 5.000, 7.000 Euro pro Quadratmeter Wert generiert und schaffe mir natürlich enormes Nachbelegungspotenzial, um dann entsprechend wieder weiter zu skalieren mit so einem Kellerausbau.